YouTube Kinderquatschstunde mit dem guten alten Onkel Kies. Wir spielen heute gemeinsam ein neues Indie-Horror-Game, Amanda. Wir werden kleine, spaßige Abenteuer mit der kleinen Amanda und ihrem Freund das Schäfchen erleben. Und wenn ihr bei diesen kleinen, frivolen Abenteuerchen dabei sein wollt, ich bin auch live auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Gerne mal vorbeischauen. Ansonsten natürlich ganz wichtig, bewerten, kommentieren, eure Indie-Horror-Tipps in die Kommentare schreiben. Die landen dann auf der Liste und irgendwann mal kommen sie vielleicht sogar dran. Ja, so funktioniert das System. Und wir starten jetzt ein neues Spiel. Ich bin gespannt. Ich habe damals die Demo gespielt und die war ja auch sehr cool und sehr beliebt. Und jetzt haben wir hier die Steam-Version. Liebe Riley, wenn du dies liest, bedeutet es, dass wir uns in diesem Leben nicht mehr wiedersehen werden. Ich wünschte, ich hätte dir alles erzählen können. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt und es gibt noch so vieles, was ich erledigen muss. In diesem Brief möchte ich mich nicht nur von dir verabschieden, sondern dir auch mein Haus in Kensdale vermachen. Was jetzt kommt, könnte vielleicht ein großer Fehler sein. Doch ich hoffe, die Götter werden ihn mir verzeihen. Wenn du eingezogen bist, suche auf dem Dachboden nach einer Videokassette. Wenn du sie einmal angesehen hast, gibt es jedoch kein Zurück mehr. Pass auf dich auf. In Liebe, Tante Kate. Okay, das ist verstörend, Tante Kate. Dieses Spiel verwendet ein automatisches Speichersystem. Yay, und wir sind auf dem Dachboden von Tante Kate. Und wir können uns sogar frei bewegen. War ja in der Demo nicht so, ne? Da war ja alles so ein bisschen, ja, wie so ein Point-and-Click-Adventure-Designs. Yo! Okay, da kann man irgendwas rumklickern. Vielleicht 0345? 0345? Okay. Nö. Das ist eine verflucht unheimliche Puppe. Und das wäre dann auch der Moment, wo ich sagen würde, Tante, ich bin raus. Auf Wiedersehen und tschüss. Amanda in der Küche. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. Today we're going to make an apple pie. My favorite is peach pie. What's your favorite kind of pie? Keine Ahnung. Birnen. Mmm, that sounds delicious. Okay. Today we're going to make an apple pie. First, we need to cut the apples. Hmm, do you know what we can use to cut the apples? Ist das Englisch oder Messer? Good job. Okay, geht auf we Deutsch. We can use a sharp knife. I don't think we're supposed to do that by ourselves. It's always good to be brave when you're by yourself. Look, I'm a pirate. Ha! That doesn't seem safe. Okay, Wooly, let's cut the apple. That was hard. We have almost everything we need to make our pie. We just need some sugar. Hmm, do you know where we keep the sugar? Is it in the pantry, the refrigerator, or the sink? Also Wooly ist ein ganz schönes Weichei und ich würde sagen, er ist wahrscheinlich im Küchenschrank. Great! Let's make a pie! Hmm, can you smell the apples and cinnamon? Okay, it's time to bake a pie! First, preheat the oven to 425... I don't think we should be using the oven by ourselves. We should always ask a parent to help. I'm not sure where they are right now. We're on our own, Wooly. First, preheat the oven to 425 degrees. Then, put the apples into the pie tin. Now, put it in the oven and bake it for 40 minutes. Our pie is ready! I can't wait to eat it! Wooly, let's have some pie! Okay, und das sollen wir jetzt nachmachen, oder wie, oder was, oder was, oder wie? Oder wie, oder was? Wir hatten doch hier... Wow! Wer zum Piss hat das umgestellt? Was war das? 425? Für 40 Minuten weiß ich noch.
War das 400? Ich hab's mir nicht gemerkt, du. Ich schau mir das garantiert nicht nochmal an. Dann ist der Kuchen eben verbrannt. So, und jetzt hier. Ey, warte mal, wo ist denn? Da fehlt doch was. Das funktioniert doch so nicht. Da fehlt doch Teig. Wow, das hat funktioniert. Ich bin ein Genie. Hi, friends. I'm Amanda. And I'm Wooly. What do you like best about your neighborhood? Was mir am besten... That's great. I What? Like that there are so many friends in my neighborhood. Today... I want to send something special to my friend. First, I need to go to the store to buy them a card. Do you know where the store is? Klar, hier drüben. That's not the store, silly. Ach, kann man die noch mal wütend machen? It says store on it. I'm kind of in a hurry here. Hey, man kann die, glaube ich, wirklich zum... Ah, jetzt geht nichts mehr. Schade. Weil irgendwann fängt sie an, das Schäfchen zu bedrohen. Good job! Let's go to the store! Let's pick out a card! My friend helped me when I was sad. What kind of card should I send them? So eine traurige. Do you think that's what they need? Schon, die braucht das so eine traurige Karte. What do you say when someone helps you? Danke? Great! I found the perfect card! Time for the next errand! When friends do nice things, it's important to thank them. I want to get my friend a special treat! Can I have a special treat? I want to get my friend a special treat! Where can I buy a treat for my friend? Auf der Post. Wow, your friends must love your treats from the post office. Ja, die lieben das. Die haben immer so widerliche Karamelldinger, die dir so in den Zähnen hängen bleiben und die total alt sind, weißt du? Wo nie jemand mitnimmt, die total abgegriffen und irgendwie leicht feucht sind. I hope all the treats are stale by the time we get there. Can you show me where to go? Amanda, du bist eine ganz schöne Bitch. Good job! Let's go get that treat! Mmm, everything smells so good. I want to buy my friend some cookies. Can you show me where the cookies are? Das ist ein Cookie. I don't think my friend will like that. I can't mail that to my friend. Warum nicht, Alter? I want the cookies! Okay. Those look so tasty! We just have one more stop in the neighborhood! The package is ready for my friend! They live pretty far from me, so we need to mail it! Wow, it's getting late. Most of the stores are closed. We probably can't send that now. I have to send this to my friend. It's time to go to the post office. Let's send this package to my friend. Their name is... Wait, I don't remember. Can you help me? We can come back tomorrow. You don't have to send that now. No, I have to send this to my friend. Help me. Who does the package need to go to? Hitler. No, that's not my friend's name. Okay, Hitler ist es nicht, dann Anna? Nee. You have to know their name. Ich weiß es doch auch nicht. Moment, ey. Kate, egal was ich jetzt eingebe, ich wollte Penis eingeben, es kommt Kate bei raus. Great work! Now we can send this to my friend. I hope she likes the cookies. Das ist so eine weirde Sendung. Okay, ganz schön weird, ganz schön gestört. Wo ist die andere Videokassette? Jetzt sag nicht, die verschwinden. Kacke, die verschwinden ja wirklich. Mein bester Freund ist Hitler. Was soll ich da jetzt machen? Kate?
Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was wir hier tun müssen. War da irgendein Hinweis? In deiner Nachbarschaft. Liebe Frau Park. Schulakten. Was hat sich geändert? Gebäude ist noch da, zu riskant, um zu untersuchen. Energietransfer. Würde Siegel sehen. TR untersucht. Potenzial für Dynerkinese. Was reden die denn da? Dynerkinese. Hi, Tante Kate. Vielen Dank für die Rollschuhe. Gestern war ich mit Papa zum Rollschuhlaufen am See. Er ist hingefallen, aber sag ihm nicht, dass ich das erzählt habe. Ich kann es kaum erwarten, dich in den Sommerferien zu sehen. Alles Liebe, Riley. Tante Kate hat Kekse bekommen. Okay, hier können wir nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Auch nicht. Wir müssen irgendwas hier spielen. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Safe machen können. Aber irgendwas muss man hier spielen. Kann man da irgendwie den Staub runterwischen? Was habe ich übersehen? Es ging um Cookies, es ging um Post, es ging um Tante Kate. Da wachsen Pilze, die ich nicht essen würde. Ich würde sie nicht probieren. Ich würde nicht dran knabbern. Der Roboter hier hat auch keine Funktion. Steht da irgendwas drauf? Huh. Hier ist so eine Spur. Frag mich nicht wie. Frag mich einfach nicht wie. Wir haben die nächste Kassette. Ich musste schmutzige Dinge dafür tun. Richtig schmutzige Dinge. Oh, it's you. Whatever you do, don't... Oh no! Wooly had an accident! An accident is when something bad happens, but it's not anybody's fault. Accidents can happen in your house, at school, at the playground. You can get hurt almost everywhere. At 3:45 this afternoon, we were playing and Wooly tripped and fell. I didn't... Where on Wooly does it look like he got hurt? Was? Moment. Am Bein? That part of Wooly looks fine. Dann ist es das Knie. That's right! Wooly hurt his knee. Who can help when you are hurting? Keine Ahnung, Pflaster? I don't think rein. They can help. Doktor. Passt auch nicht rein. Was ihm jetzt helfen kann, Nee. Don't you want to help Wooly? Klar will ich ihm helfen. What? Are you even again? You're almost there. I'm wasting my time and I'm running out of patience. Okay, Moment, wo sind wir jetzt bei Knie? Arzt? Warte mal, da passt doch Arzt gar nicht rein. Wooly to the hospital to see a doctor. Which room should we go into to find the right doctor to help Wooly? Da passt doch Arzt gar nicht rein. Ich dachte, das muss passgerecht sein. So, dann hätte ich natürlich auch Arzt genommen, du blöde Sau. Hier, da muss er rein. Come on, let's get Wooly fixed up. Amanda, this really hurts. When is the doctor going? The doctor isn't here right now. Let's see how we can help Wooly. Which tool can we use to check Wooly's injury? The heart monitor, the X-ray machine, or the scale? Die Waage. Wooly ist viel zu fett.
No, silly. Alter, was liegt da jetzt drauf? Irgendwelche Innereien? I'm scared. What should we use? Oh Mann, der ist richtig aufgelöst, die arme Sau. That's fine. Now we can look at Wooly's bones. Okay, wir sollen uns jetzt seine Knochen angucken. Und da fällt die Kassette. Und die andere ist weg. Eine Uhr. 3.45 Uhr oder wie? Okay, das muss ich jedes Mal klicken. Kann ich nicht doppelklicken? Das hat was genau bewirkt. Die Uhr dreht durch. Drei Uhr fünfundvierzig, ja. Aber das war doch auch richtig, oder nicht? Snooze. Okay, ich glaube nicht, dass da was geht. Warum? Der dreht jetzt komplett durch. Ich kann auch nichts verändern. Ah, warte mal, hier ist auch noch eine Uhr. Okay, aber... Welche Richtung? Wir haben ja nur diese 3 Uhr... 45, ne? Das war die einzige Zeitinformation, die ich da rausgezogen habe. Keine Ahnung. Oh, da ist auch noch eine. Okay, hier muss es irgendwo einen Hinweis geben. Tick-Tack, Tick-Tack. Warte mal. Super. Sam Colton hat nicht damit gerechnet, dass er Vater einer Stadtikone sein würde. Aber letzten Sommer wurde klar, dass seine öffentliche Serie Manda, der Adventurer und ihre Titelfigur etwas ganz Besonderes sind. Für den, wie es sich selbst nannte, quälenden Autoren begann alles mit seiner Adoptivtochter und einer neuen Einstellung zum Leben. Letztens traf ich mich mit Sam im Sunflower Diner. Wir unterhielten uns bei einem Stapel der berühmten Erdbeer-Bananen-Pfannkuchen über den Wert von Fantasie, die Abenteuer des Alltags und darüber, was die Zukunft für Amanda bereithalten könnte. Okay, sind hier irgendwelche Uhrzeiten? Sam, es vergeht kein Tag, an dem mein Kind nicht von Amanda und ihren Abenteuern erzählt. Hättest du je gedacht, dass diese kleine Sendung so ein großer Hit werden würde? Sam, kleine Sendung trifft es ganz gut, aber ich finde, dass kleine, simple Dinge ihre ganz eigene Eleganz haben. Wir haben vielleicht nicht das Budget für eine große Produktion, aber ich glaube wirklich, dass es sich... hierbei in erster Linie um das Herz geht. Es ist immer eine große Ehre, wie die Stadt mein... Okay, kann man das irgendwie... Wie die Stadt mein Baby angenommen hat, wirklich. In der Sendung geht es viel darum, seine Fantasie zu folgen. Was hat dich dazu inspiriert, eine Sendung zu produzieren, in der es um... Kann man das irgendwie umdrehen oder so? Nö, man kann es nur werfen und aufheben. Okay, ein schwer leserlicher Brief. Eine Uhr, die durchdreht. Boah, keine Ahnung. Oh, wow.
826. Moment, der Safe ist weg. Der Safe ist weg. Was ist das denn hier? Eine Mausefalle? Huh. Das ist alles sehr, sehr verwirrend. Ja, ich nehme es ja schon. Verdammt. Ja. 826. Ich muss mir unbedingt 826 merken. 826. Schauen wir uns das nächste Video an. I'm Amanda. And I'm Wooly. It's such a nice day for a picnic. What's your favorite food to eat at a picnic? Oh, I don't like that at all. Amanda, what's that smell? I've never smelled anything like that. I don't know, Wooly. You're right. It's a bad smell. What do you think is making that bad smell? Deine Mutter. You're right. This sandwich is stinky because it's rotting. This tree stump is rotting too. Do you know why? Things rot when they are not alive anymore. Do you know what the opposite of alive is? That's right. The tree stump is dead. Dead is the opposite of alive. Good job! Plants can die if they don't get enough light or water, or if they get a disease. Let's go back to our nice picnic. Animals can die in different ways too. Look at poor Mr. Fox. He is dead and rotting. What do you think killed him? The gun, the knife, or the poisonous berries on this bush? Alter, was ist das für ein Spiel? Wahrscheinlich alles in Kombination. Er wurde erst angeschossen, dann abgestochen, dann hat man ihm noch die Beeren reingeprügelt. I don't think that was it. Ich sage ja. No, it wasn't that. Look at his funny tongue. He's silly. What killed him? Ich sag das Messer, verdammt. Wouldn't it be nice if he could tell us? Und kann das uns erzählen? Fox, what made you die? It was the ugly old bear trap. Mr. Fox didn't even know what got him until it was too late. Amanda, this has gone too far. I don't like this. We saw so many things today. A rotting sandwich, a rotting tree stump, and silly old rotting Mr. Fox. Sometimes I feel myself rotting. It feels far away. Amanda, nothing is rotten here. What do you think? Do you think that everything rots? Of course not, Amanda. I'm not asking you. Answer my question. You don't have to answer that. What? Was willst du jetzt wissen, ob alles verrottet? Yes. Why won't you answer my question? Was ist es denn genau? Ja. That's what I was afraid of. Okay, es war einfach nur ja. Was zum Geier? Was zum Geier? Ist das fucking Mr. Maus? What? Ich bin tot. Oh, guck mal, hier klebt jetzt ein Sticker. Hier klebt jetzt ein Sticker. Okay, warte. Wo zum Geier bin ich jetzt? Wieder ganz am Anfang? In der Küche. Aber ich hab Wissen. Ich hab Wissen, meine Freunde. Wie drehe ich dich? Geht nur in die Richtung. Oh, ätzend. 826 war es, ne?
Und? Was ist das hier? Ein Knopf? Das scheint ein Knopf zu sein. Und? Rot, Orange, Blau, Beige, Kartoffel. Aha. Und für was ist der Knopf gut? Vielleicht irgendwas bei dem hier? Nee. Okay, das funktioniert nicht. Da kann ich auch nicht reinwerfen. Okay, ich muss mir jetzt wirklich nochmal hier das reinziehen. Gut, let's do it. Ich habe eine Idee. Und zwar, diesmal nehme ich den Pfirsich. Mm, that sounds delicious. Today. Ich nehme diesmal den Pfirsich. Was will sie? Messer, ne? Good job. Die alte Psychopathin. So, der Zucker. Great. Let's make a pie. So, zum Glück kann man hier vorspulen. Ich habe alle Informationen. Ich nehme diesmal einen Pfirsich. Ich hau diesmal einfach einen Pfirsich rein. Wir haben doch einen gefunden, da hinten. So einen alten Gammelpfirsich. Ich meine, der wird ja nicht umsonst da hinten irgendwo versteckt sein. Deswegen, put it in. Hau ihn zu. What? What? Ich wollte eigentlich noch die Zeit einstellen. Aber ich habe eine neue Kassette bekommen. Eine völlig neue. Wahnsinn. Where's the birthday girl? Usually my mom holds my treat money. Well, come on, Lauren. We have a special surprise for you. Okay. Here's what I have. Who's ready for ice cream and cake? She's busy with her best friend. Is that show on 24/7? It's like she didn't even hear me. And we need to talk about some new TV rules. You know what? Hold on. Let me try. I want to capture the big surprise on video. Lauren, honey, we got cake and ice cream. We got your favorite, mint chocolate chip. Come on, baby. We can watch Amanda another time. It's so much fun. Lauren? To buy your own. Everything okay? Lauren? Lauren? I love mint chocolate chip. Okay, was geht da? Was ist das für eine Freakshow? Das Kind ist einfach verschwunden, während es Amanda geglubscht hat. Muss ich jetzt nochmal einen neuen Kuchen backen? Anscheinend. Okay, ich entkomme dem Kuchen nicht, auch wenn ich das mache, was das Schäfchen gerne hätte. Wie es scheint, wird das Ganze doch am Ende ein Apfelkuchen. So, rein da. Rein da und... Bing, bing, bing. Dankeschön. Aber die Sachen sind alle hier. Amanda. Die alte Amanda. Gut, schauen wir rein. Hi, friends. I'm Amanda. So, wir müssen hier hin. Let's go to the store. Wir brauchen das hier. Great. I found the perfect card. Jetzt will sie in die Bäckerei. Good job. What? Those look so tasty. Und jetzt will sie das an Kate verschicken. Great work. Now we can send this to my friend. I hope she likes the cookies. Und das Schaf ist total traurig. Das ist total deprimiert. Was hätte ich hier verändern müssen? Und jetzt habe ich hier... Oh nein, ein Unfall. Jetzt habe ich hier... Oh nein, ein Unfall. Danach kommt das Uhrenrätsel wieder. Was kann man hier anders machen? Irgendwo muss ein Hinweis versteckt sein. Irgendwo muss irgendein Hinweis in der Sache sein. Guck mal, die Videokassetten verschwinden nicht mehr.
Okay, schieben wir es rein. Oh, it's you. Whatever you do, don't. Oh no! Was immer ich mache. Knie. That's right. Was will er denn von mir, Arzt? Let's take Wooly to the hospital to see a doctor. Which room should we go into to find the right doctor to help Wooly? Der Lachdoktor. I don't think that doctor can help Wooly. 6 und 4. Come on, let's get Wooly fixed up. Amanda, this really hurts. When is the doctor going? The doctor isn't here right now. Let's see how we can help Wooly. Okay, und hier ist. That's right. Now we can look at Wooly's bones. Okay, warte mal, warte mal. Hier war der Kleine auf 6 und der Große auf 4. Yo! Das hat funktioniert. So, jetzt machen wir hier noch 10,50. Aber was bringt's? Dann das hier. Schwupps. So, langsam aber sicher entriddeln wir Le Riddle. Ding, 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 ding. So, und jetzt haben wir noch das hier. So, komm schon, Baby. Die große Amanda-Verschwörung. Und aufgehört. Alarm aufgehört. Okay, was hat das gebracht? Was ist das denn hier? Okay, alle stehen wie die Standuhr. Ha. 5.15 Uhr. Am Morgen. 5.15 Uhr am Morgen. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. 5.15 Uhr am Morgen, aber why? Why, Alter? Was bringt's? Was bringt's? Alles verrottet. Jetzt bin ich wieder an dem Punkt. Ha. Wir haben das Uhrenrätsel gelöst, aber ich habe keine Ahnung, was es uns bringt. Die Kiste da vorne. Kann man die irgendwie öffnen? Ist ein Schloss dran, aber ich weiß nicht, wie man sie öffnen kann. Amanda? Gott, daraus könnte man. Daraus könnte man alles Mögliche machen. Guts? War hier ein S? Yo! Das geht sogar wirklich. Eine Schere und eine Videokassette. Okay, was kann ich mit der Schere anstellen? Vielleicht irgendwie hier was durchschneiden? Nee. Ich find's so krass, dass das jetzt hier die Pilze abschnippeln? Die Puppe? Die Puppe! What? Oh, ich hab Batterien! Und ich hab doch die Batterie. Yes! Alter, wie genial! What?
Okay, warte mal. Ich habe das abfotografiert. Es war 1503 25. Gott, keine Ahnung. Im Krankenhaus. Nein, es war im Store. Oh Mist, also brauche ich noch mehr. Okay, wir haben eine neue VHS, ne? Und zwar die da hinten. Was ist eine Familie? Gut, schauen wir mal rein. Was ist eine Familie? Hi, friends. I'm Amanda. And I'm Wooly. Bah. Wooly just made an animal sound. He said bah because he is a sheep. Can you make a sound like a sheep? That's great! You sound just like Wooly. Wow, yeah. You sound just like me. Was? Sturmwarnung? At a petting zoo. There are lots of animals here to pet and play with. It's fun to spend time with animals. They are very different from people. They look different and they don't talk like people. Amanda, I'm an animal, and I... Animals don't talk, silly. Look at these signs. Let's make sounds like the animals on the signs. Are you ready? A goat says, meh, meh. A chicken says, a pig says, like... What the... Fun! Animals make funny sounds. Do you have a family? Animals have families too. Let's go see one of the animal families. I want to see the chickens. Can you show me where the chickens are? Da lang? Great! Let's go see those silly chickens. What a cute fibber. Having a family is nice. I see a mommy chicken and baby chickens. And I see a daddy chicken. Look at the chickens. Do you know what the daddy is called? Cock. No, that's not what they're called. Try. What? Tornado warnung? Again. The daddy is called a rooster. The mommy is a hen. And the babies are chicks. Some mommies eat their babies. Yum, yum. Okay, let's go see some more animal families. Where should we go next? I think it's time to visit the sheep. Can you tell me where we can find the sheep? Bei den Schlangen. Ew, I don't want to see those. They're scary. Bei den Spinnen. I don't want to go near... Flutwarnung. Alter, das Haus da hinten ist auch voll auf Crack, ne? The sheep are waiting for us. Where are they? Das ist irgendwie, ich weiß nicht, es hat was extrem Verstörendes. Okay, let's go. Look at the nice sheep family. All the sheep are right where they belong. Ein Blizzard, ein Tornado, eine Flut, ein Blizzard. Little kitten, where is your family? It looks like this kitten is all by herself. How do you think she feels? She must be so scared. Was soll ich da eingeben? Traurig passt nicht.
einsam. There's nobody to love her. Allein, ach ja. Kitten is alone. There is no one to help her. Will you help the lonely kitten? Nö. Ja. Okay, das war Was ist deine Familie? Oh nee. Okay, der Sturm. Wie ändere ich das denn? Wie ändere ich das denn? Also, Sturm. Es landet immer wieder da. Kann ich sonst irgendwas damit machen? Ha. Huh. Was haben wohl diese Blumentöpfe zu bedeuten? Rosa, blass, lila, gelb, Farben. Haben die Blumentöpfe nicht? Ja, aber... Gott, müssen da irgendwelche bestimmten Pflanzen rein, oder? Ist da gerade eine Spinne vorbeigehuscht? Die Puppe ist auch weg. Hm. Huh. Ja, man kann irgendwas mit Farben machen. Vielleicht müssen wir den hier irgendwie nass machen. Also, für was bist du gut? Man dreht dran. Und es kommt Gewitter bei rum. Aber sonst kann man hier nichts drücken. Man kann nur hier den da machen. Da draußen regnet es. Wir haben gerade Unwetter. Kann ich irgendwas am Fenster machen? Nö. Hm. Vielleicht muss man das gemeinsam mit dem Band irgendwie... Nein. Wo ist denn das Band? Das hier. Vielleicht, wenn die Warnungen kommen. So, wir müssen zu den Hühnern. Okay, die Warnungen kommen nicht. The daddy is called a rooster. The mommy is a hen, and the babies are chicks. Kann man da gar nichts machen? Kann man da nicht irgendwie raus? Ew, I don't want to see those. Nee. Okay, let's... Einsam. You must be so scared. Allein. This kitten is alone. No. Ach so. Nein. Will you please help the lonely kitten? Nein. Won't you help the lonely kitten? Nein. Won't you help the lonely kitten? Won't you help the lonely kitten? What the f- Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Denn ich werde wieder gefressen. Und jetzt kommt das Vieh und schnabuliert mich. Das scheint auch Amanda zu sein, oder? Ja. Ich weiß jetzt, was das hier ist. Ich dachte erst, es wäre so ein Knopf, so Mickey Maus-mäßig, aber es ist der Pause-Knopf. Damit kann man wahrscheinlich Pause drücken. Yes! Okay, ich nehme wieder Banane. That sounds... Messer. Good job.
Und da ist mir was aufgefallen. Und zwar, schaut mal hier. Da ist der Pause-Button. Aber was hat das jetzt gebracht? Soll ich den Ofen anmachen? Oh mein Gott, das Ding hat sich verändert. What? Alter, was jetzt passiert? Ich habe Einfluss auf die VHS? ...200 Gramm Kartoffeln, 200 Gramm Pilze, 350 Gramm Fleisch. Ofen... ...auf 525. Vorheizen. 50 Minuten. Okay, warte mal, ich brauche ...Käse. Ja sicher, die Mausefalle. What? Ey, das Spiel ist eigentlich ziemlich krass, ne? Pilz hatten wir da hinten an der Wand. Also alles hier hat eine Bedeutung. Kartoffeln. Wo haben wir denn Kartoffeln? Ich habe Pfirsich, aber wo habe ich eine Kartoffel? Thank you. But what? That's not my favorite flower. What? Das war eigentlich purer Zufall gerade. Wo zum Geier habe ich denn eine Kartoffel? Ich brauche eine Kartoffel, aber ich weiß nicht woher. Okay, irgendwas kann man auch noch mit den Blumen machen. Alter, wo gibt's hier eine Kartoffel? Was ist das hier? Where's the birthday girl? Usually my mom holds my treat money. Well, come on, Lauren, we have a special surprise for you. Eine Kartoffel vielleicht? Who's ready for ice cream and cake? She's busy with her best friend. Oh, ich drück mal Pause. Verändert sich da irgendwas? Nee. Du, ich habe keine Ahnung, wo ich eine Kartoffel herbekomme. Der Mann und die verlorene Kartoffel. Ich habe halt nur einen Pfirsich. Und den wird er bestimmt nicht fressen, oder? Ich probier's. Nee. Ein Pfirsich ist keine Kartoffel. Hat der Dad vielleicht irgendwo noch eine Kartoffel? Is that showing 24/7? It's like she didn't even hear me. Maybe we need to talk about some new TV rules. You know what, hold on. Let me try. I wanna capture the big surprise on video. Lauren, honey! We got cake and ice cream, we got your favorite, mint chocolate chip! Come on, baby, we can watch Amanda another time. Muss ich vielleicht die... Warte mal, hier drüben ist Wasser. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Kartoffel. Halbmond. Halbmond, 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 Halbmond. Haben wir hier irgendwo einen Topf mit Halbmond? Nö. 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 Yes. Kann es sein, dass ich das Ding vielleicht hier irgendwie hinstellen muss? Alright. Muss ich die ganze Kartoffel draufstellen? Warte mal. Die Reihenfolge ist vielleicht auch noch wichtig. Ich weiß es nicht. Was hat sie gemeint? Fleisch, Kartoffel, Pilz. Alright. Bah. Alter. Okay, wir müssen erst den anderen rauswerfen. Lauren? So. Hi there. I'm Amanda. And I'm Willie. Amanda, maybe some of our friends
can come back to the neighborhood? That's great! I like that there are so many friends in my neighborhood. Today, I want to send something special to my friend. First, I need to go to the store to buy them a card. Do you know where the store is? Es gibt einen Wurstladen jetzt. I don't need to go there right now. Okay, warte mal, ich mach mal Pause. Backofen ist weg. Good job! Let's go to the store! Let's pick out a card! My friend... Something bad happened. What? What kind of card should I send them? What? Irgendwas Schreckliches? Warte mal. Wie haben wir das nochmal hinbekommen? Wir haben das hier geöffnet, ne? Das war Guts. Butz. Oder vielleicht machen wir erstmal das hier weiter. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das Spiel hat so viele Ansätze, ne? Okay, so eins hier, ne? That's not the right card. I don't think we want this. I think Amanda is confused. Shh. Here's a secret. It's my birthday. Maybe we can help her out. Okay, aber das ist doch Geburtstagskram. Are you sure that's right? That looks like it. I bet your friend is really going to love this card. My friend is... My friend is having a birthday! I want to get my friend a special treat. Where can I buy a treat for my friend? Oh, I Im know. Wurstladen. Let's get them some nice candy. Do you know where the candy store is? Im Wurstladen. They don't have anything we need. Great! What? Why did you do that? Now I can't find the candy store. I don't know where to go. Can you help me? What the fu, Alter? Hat das irgendwas verändert? Naja, der Candy Store ist immer noch da, wo der Candy Store ist. Don't do that! I don't want to go there! I said I don't want to go in there! Aber du musst! Iss mal ein Würstchen! No! Why is this happening? No! Why can't I stop this? This isn't the candy store. There is nothing here that I want. Maybe you can take us someplace else? I want to get my friend a special treat. Okay, das ist der Candy Store. Kann ich irgendwas hier machen? Hier ist gar nichts Neues, ne? I want to get my friend a special treat. Dann nimm doch hier sowas hier, keine Ahnung, Pfefferbeißer. Get me out of here! Oh, Amanda. That's a nice birthday card. Do you want to give it to your friend now? Will you address the card? Who should I send this to? Yes, Wally. I don't think it's their birthday. Was Wally? Oh, Wooly, it's your birthday! Yes! Okay, wir haben was völlig Neues. Du hast mich mitgenommen. Wo haben wir versucht? Haben wir versucht? Wo, hä? Was soll ich denn hier machen? What? Huh.
Okay, Moment. Wir haben da angefangen, wollten da hin und dann dahin. Was soll ich denn hier machen? Wo? Wir haben besucht. Du hast mich mitgenommen. Haben wir versucht. Ha! Hat die Kassette da irgendwas mit zu tun? Müssen wir da irgendwie Pause drücken? Zack, 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 ne? Was hat das zu bedeuten? Das ist es nicht. Na, eigentlich fing es ja hier an und dann da und dann hier. Okay. Auch jetzt soll ich der Puppe den Schädel runtersäbeln. Dann bekomme ich Batterien. Aber what we do with the... Die Puppe ist weg. What? Die Puppe ist weg. Kann man das irgendwie... Kann man das irgendwie raus... Ballern das Tape? Nee, ne? Man muss das jetzt... Good job! Muss das durchspulen. That's not the right card. I don't think we want... Are you sure that... Ja, 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 ich bin mir sicher. Great! What the... Don't do that! Müssen wir aber. Es tut mir leid. So. Das kann man irgendwie leider nicht überspringen. Aber die Kassette muss raus. Hier, nimm ein paar schöne, leckere Pfefferbeißer. Dann schick's an Wally. Oh, Wally. Und fertig. So. Was ist deine Familie? Und jetzt, wo ich die Pause-Funktion habe, habe ich eine Idee. Diddle diddle du du didi du du dum. Hi friends, I'm Hallo. Amanda. And I'm Wooly. Ist jetzt schon das Ding hier? Aha. Bah. Wooly just made an animal sound. He said bah because he is a sheep. Can you make a sound like a sheep? That's great. Ich weiß, ich bin hervorragend. Ich bin super scharf. Beste Schaf. Well, yeah. You sound just like me. Okay, Moment. Sturmwarnung. Und jetzt passiert vielleicht was. The thunderstorm goes. Ha. Okay, es geht weiter. Jetzt ist auf ein Tornado. War Tornado das nächste? Ich weiß es nicht. At a petting zoo. There are lots of animals here to pet and play with. It's fun to spend time with animals. They are very different from people. They look different and they don't talk like people. Amanda, I'm an animal. Animals don't talk, silly. Look at these signs. Let's make sounds like the animals on the signs. Are you ready? A goat says, meh, meh. A chicken says, a pig says, like. Fun! Animals make funny sounds. Do you have a family? Nö. Animals have families too. Ach echt? Let's go see one of the animal families. I want to see the chickens. Can you show me where the chickens are? Da. That's not where they are. Doch, ich weiß es. Don't you know what a chicken looks like?
Doch, so. I want to go look at the chickens. Das Gesicht. Wait, let's go see the silly chickens. What a cute fib. Having a family is nice. I see a mommy chicken and baby chickens. And I see a daddy chicken. Look at the chickens. Do you know what the daddy is called? Hahn. The daddy is called a rooster. The mommy is a hen, and the babies are chicks. Some mommies eat their babies. Yum, yum. Okay, let's go see some more animal families. Where should we go next? I think it's time to visit the sheep. Can you tell me where we can find the sheep? Eine kurze Pause. Normalerweise kam da doch viel mehr Sturmwarnung und sowas. Jetzt kommt da gar nichts mehr. Muss ich ja nochmal... Nee. Ach, Moment. Das Crackhaus da hinten, ne? Okay, let's go! Look at the nice sheep family. All the sheep are right where they belong. Blizzard. Aber Blizzard habe ich hier nicht. Oder was ist das da oben? Nee, ich brauche Tornado. Ich brauche als nächstes Tornado. Hi, little kitten. Where is your family? It looks like this kitten is all by herself. How do you think she feels? Alleine. This kitten is alone. There is no one to help her. Will you help the lonely kitten? Nein. Will you please help the lonely kitten? Nein. Won't you help the lonely kitten? Oh, gut, ja. Jetzt hatte ich aber... Ich brauche nochmal Tornado. Endlich Tornado-Warnung. Endlich. Ich habe das jetzt ein paar Mal angucken müssen. So, und jetzt fehlt noch eine Sache. Und das scheint die Flut zu sein. Die Flut, sie fehlt uns. Again. Do I have to help you with everything? Anscheinend. Jetzt kann ich wieder nur noch Hahn eingeben. The daddy is called a rooster. The mommy is a hen, and the babies are chicks. Some mommies eat their babies. Yum, yum. Okay, let's go see some more animal families. Where should we go next? I think it's time to visit the sheep. Can you tell me where we can find the sheep? Gib mir lieber noch mal so eine Unwetterwarnung. Und am besten kein Blizzard, sondern die Flut. Ew, I don't want to see those. They're scary. I don't want to go near... Ja! Da haben wir sie doch. Da haben wir sie doch. Boing! Everything rots. Again? Puppe ist auch weg. Vielleicht kommt sie aber gleich wieder. So, wir gehen zum Schaf. Alleine. Yes. Ach so. Ja. So, Darling, du bekommst dein Happy End. Möglicherweise wird die Puppe ist weg.
Puppe ist weg. Ha. Das Ding ist wieder zu. Interessant. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben auch hier noch diesen Schrank, ne? Der Schrank fehlt noch. Warte mal. Aber wir haben keine Form. Nope. Uns fehlt die Form. Sonst hätte ich gesagt, wir backen jetzt mal schnell noch einen Apfelkuchen. Gut, schauen wir uns das Ding an, oder? Was haben wir für eine andere Wahl? Again, I'm Amanda. And I'm Wooly. What's that smell? What do you think is making that bad smell? Die Äpfel stinken. No, that looks fine. Der Komposthaufen da hinten. Are you doing this on purpose? Ja, mache ich wirklich absichtlich. Warte mal, ist jetzt irgendwas anders? Jetzt bin ich immer dazu verneigt, mich erstmal umzudrehen. Die Puppe ist wieder hier. Moment. Ist jetzt noch meine Schere drin, weil die habe ich ja eigentlich rausgenommen. Ah, andere Richtung. Bam. Das Videoband ist draußen, die Schere ist wieder drin. Gib mir die Schere. Schrei für mich. Passiert aber nichts. Ach, die Batterien sind schon drin. Die bleiben drin. Interesting. Okay. You know what the opposite of alive is? Tod, ja, das weiß ich. Dead is the opposite of alive. Good job. When an animal dies, it rots too. It looks like this kitten is in big trouble. It might die before anyone can help it. Should we help the kitten? Bitte ja. Alter, was für ein Spiel. What the fu, Alter. What? Was zur Hölle ist das für ein Spiel, Alter? Okay, wir versuchen jetzt hier mit dem Blabbot mal zu interagieren. Mal sehen, ob das klappt. 150325. Okay. Mein Beileid aus. What? Das hat sich hier verändert? I don't want to play anymore right now. Moment, 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 Moment. Jetzt ist da ein Kuchen. Du bist wieder ein Jahr älter. Ich wünsche dir das Beste aller Jahre. Ist Kate das Mädchen, das da verschwunden ist? Warte mal. Was war das? 325 Fahrenheit at 30 minutes. Okay, 30 Minuten. What? Eine Kerze? Oh Gott, mögen deine Jahre voller Glück und Segen sein. Alles Liebe, Blabbot. Soll ich das hier eingeben?
Oder... Okay, es muss offen sein. Also, einmal 4 ist 4. 5 minus 1 ist 4. 4 mal... einmal 1 ist 2. 1 durch 1 ist 0. Das ist eine 3. Okay, das ist es nicht. Oder habe ich da irgendwas falsch gemacht? Hm. Einmal 4 ist 4. 5 minus 1 ist 4. Einmal die 1 ist 1, plus 1 sind 2. 1 durch 1 ist 1. Na, da habe ich einen Fehler gemacht. Irgendwie, keine Ahnung. 3 und 1 minus 1 ist aber 0. Was auf dem Kuchen ist, ist auch in der Karte. What? Was auf dem Kuchen ist, ist auch in der Karte. Eine Kerze oder was? Verstehe ich nicht. Was auf dem Kuchen ist, ist auch in der Karte. In dieser Karte hier. Kann man die Kerzen irgendwie anzünden? Was? Oh. Kann man hier irgendwas mit dem Ofen noch machen? Was auf dem Kuchen ist? Ha. Huh. Happy Birthday spielen? Wäre das wirklich? What? Oh Gott. Vier, eins, zwei, drei. Happy Birthday. Nee. Happy Birthday to you. Man muss wirklich Happy Birthday spielen, Alter. Das Spiel. Das Spiel. Happy Birthday to you. Alright, alright. Oh nein, ein Unfall. Gestörtes Spiel to you. Videokassette. Buhu. I don't have much time. Do you trust me? Ja, nein, ja. Lily, ready for an adventure? Amanda, you know you can't. Lily had an accident. When a friend has an accident, sometimes nobody can help them. But we can try. No, Amanda, I'm fine. Poor Wooly is so confused. We really have to help him. First, we have to know what is wrong. What part of Wooly is broken? Gar nichts. Gar nichts, du Psychotante, du Verrückte. Absolut gar nichts. Irgendwas muss aber auch hier noch mit diesen Blumen gehen und mit ihr hier. Ich muss ihre Lieblingsblume noch rausfinden. Ist das Kate? Soll die Puppe Kate darstellen? Lily's head is broken. Was? But Dr. Amanda is here to help. Let's prepare the patient. Here, Lily, drink this. Nein, trink es I nicht. I don't know, Amanda. It's all just pretend, isn't it, Lily? Amanda, I feel, We need to operate immediately on the patient's brain. What?
what tool should we use to fix Wooly's head? The saw, the hammer, or the forceps? Der Hammer? That might be helpful, but what else could we use? Things could get really messy if we use that. That looks hard to use, but I could try. Oh mein Gott, wir bringen ihn um. I tricked you! We're going to use all three! The patient is getting rowdy! I'll need a little help here. Help me! Please! Who are you going to help? Impossible, warum? Let's get the patient subdued so we can finish the operation! What the... Alter, was ist das für ein gestörter Kram, den ich mir hier anguck? Rileys Lieblingsfilm. Oh, shit. Oh, come on. Hi. Trap door. Treat. Was zum Geier? Was ist das jetzt hier? Da liegt noch eine Kassette. Sommer 1984. Kann ich da 1984 eingeben? Nee. Oh, Mann. I'm allergic to apples. How many mushrooms? Was? How many? Zeig doch mal her das Ding. I'm allergic to apples. Wie viele Stühle? How many mushrooms? Wie viele Pilze? How many Früchte? How many Okay. Wie viele Stühle, wie viele Pilze, wie viele Früchte? Ein Stuhl. Lichter. Ein Licht. Zwei Lichter. Ja, was mache ich damit? Haben wir noch Stühle? Ein Stuhl. Einer, zwei. Das ist kein Stuhl da hinten. Das ist ein Sofa. Zwei Stühle. Ich habe jetzt mal alles durchgezählt. Zwei Stühle, zwei Lichter. Die Reihenfolge wäre dann zwei. Dann hier acht. Dann die Früchte wären sechs. Und dann nochmal die Lichter. Okay. Ha. Huh. Klappt nicht so, wie ich das will. Gut, der Eimer füllt sich. Und wir haben neues Band. Schieb rein das Ding, was soll schon passieren? 4-0-1-2-5-8. Was? Moment, what? Ah, ist schon weg, das Bild. Hä, jetzt ist er da wieder verletzt. What? Muss ich das vielleicht... Was sagt sie? 4-0... 4-0-1...
40, ah, er geht immer wieder raus. Du kannst es nicht angucken. 401 oh, 258 401 258 401 258 401 258. Was ist das denn hier? Das ist das 401 258 401 258 401 258. Es kommt auf die inneren Werte an. Es kommt auf die inneren Werte an. Die inneren Werte von was? Ich habe einen Eimer. Ich bin nicht die Art von Person. Was will sie mir sagen, Dude? Es kommt auf die inneren Werte. Es kommt auf die inneren Werte an. Kann ich da aber nicht reinstellen oder so, ne? Nö. Jetzt habe ich einen Eimer Wasser. Ach, er! Bitte vergiss mich nicht. Er darf ja nicht nass werden, stimmt. Boing. Alright. Alright. Können wir teilen? Ich weiß es nicht. Versuchen wir es. Das Spiel ist schon clever. Ist schon echt raffiniert. Und jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Hi, I'm Amanda. When you're friends, you can share all kinds of things with each other. I can share my crayons with you so you can have fun coloring too. Look at silly Mr. Fox. Moment, liegen jetzt hier vielleicht irgendwo Wachstifte rum? Noch nicht. Sharing shows you care about someone. Friends can share toys. They can share snacks. I'll share some of my snacks with you. Which snack would you like? Ich nehme dieses undefinierbare, stinkende Stück Kacke. Yum, that's my favorite. Als ob. Friends can share other things too. They can share secrets. Can I share a secret with you? Nö. Ja. Are you sure? It's a big secret. Keine Ahnung, soll ich Nein eingeben? Ja. Is it really okay to share my secret with you? Okay, jetzt hast du mich überzeugt. Nein. Oh. I thought you were different. What? Oh, what? Liegen lassen. Wie jetzt liegen lassen? Wo ist der ganze Kram hin? Ein bedeutungsloses Ende. Krass, Mann. Okay. Okay. Habt ihr noch irgendwas? Krass. Warte. So können wir das nicht stehen lassen. Ein Ende fehlt ja noch. Mindestens eins. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwelche geheimen Tapes und ich wette, das Spiel ist voll mit Geheimnissen. Ich mache nochmal den Eimer hier. 2 8
6. Das ist auch ziemlich cool gelöst, dass du nicht alles wieder von vorne machen musst. Guck mal hier, hier sind noch Fächer. Ich wette, für jedes Fach gibt es auch noch irgendein Geheimnis. Sorry, Dude, ne? Hab nichts gegen dich persönlich. Ich werde dich nie vergessen. Ich werde dich nie vergessen. Alles gut. Plop. Gut, dann gucken wir mal, was ihr Geheimnis ist. Amanda, Adoptivkind. Alleine. Irgendwie hat sie nie zur Familie gehört. Ich wette, da gibt es noch viel, viel mehr fieses, dreckiges Background-Wissen. So, gib mir das ekelhafte Ding da. Ja. Are you sure? It's... Ja. Is it really okay? Ja. I'm out there. Somewhere. What? Okay, was ist, wenn ich nicht werfe? Sie ist irgendwo da draußen. Krass. Warum sind die hier geschwärzt? Okay, das war... auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Es war jetzt nicht wirklich Horror, ne? Es war nicht wirklich Horror. Aber es war sehr, sehr cool. Ich wette, es gibt noch irgendwelche Bonus-VHSSs, die man sich angucken kann. Vielleicht suchen wir die eines Tages. Ich weiß es nicht. Aber es ist sehr, sehr cool irgendwie gemacht. Da kann man nichts sagen. So, das war's mit Amanda the Adventurer. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... ciao!